Grüß Gott und willkommen bei Glaubenskompass. Seit Mitte des 12. Jahrhunderts grassierte die Sektenbewegung der Katharer, eine Häresie, die wohl durch die Kreuzzüge aus dem Orient importiert worden war. Ihre Anhänger wurden nach ihrer Hochburg Albi in Südfrankreich auch Albigenser genannt. Diese Irrlehre breitete sich rasch in einer für Rom beunruhigenden Weise aus. Die darauf einsetzende Verfolgung und gewaltsame Vernichtung der Katharer gehört zu den traurigen Kapiteln der Kirchengeschichte. Über Hintergründe und auch Fehlinterpretationen wollen wir heute sprechen mit dem Historiker Dr. Michael Hesemann. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Hesemann, ich erwähnte es eingangs, die Katharer brachten ihre Überzeugungen wohl aus dem Orient mit. Was war in aller Kürze ihr Glaube? Woran machten sie ihn fest? Also die Katharer waren Manichäer und Mani war ein im 2. Jahrhundert lebender, selbsternannter Prophet, der eine Synthese zwischen Christentum, der Religion von Zarathustra und Einweihungsreligionen der vorderasiatischen Welt hergestellt hat, der Mithras-Religion zum Beispiel, und der ein sehr stark dualistisches Weltbild vertreten hat. Er hat also zwischen Licht und Materie unterschieden und hat dann gesagt, also die Materie ist schlecht, die materielle Welt ist ein Kerker für die Lichtseele und die ist nicht von Gott geschaffen, sondern vom Teufel. Und die gesamte Schöpfung, alles Materielle ist vom Teufel und ein Kerker für die Seele, für das Licht. Und darum muss ich die Seele von allem Materiellen befreien. Und dementsprechend hat seine Religionsgemeinschaft alles Materielle abgelehnt und sich natürlich auf der einen Seite einer selbstgewählten Armut unterzogen, hat sehr enthaltsam gelebt, vegetarisch, Sexualität wurde verurteilt. Man hat alles Materielle abgelehnt, auch materielle Kirchenbauten, Sakramente hat man abgelehnt, die Kirche abgelehnt. Und weil damals in Südfrankreich gerade eine sehr lebensfrohe, man muss schon sagen dekadente Lebensform auch im Katholizismus herrschte, hat die Bewegung dort viele Anhänger gefunden. Und das ist ja das, was die meisten Menschen heute immer glauben, weil die Katharer Enthaltsamkeit und Armut predigten. Deshalb sind sie quasi der Kirche in Rom ein Dorn im Auge gewesen. Stimmt das? War das der Hauptgrund? Ja, also, muss man erst mal sagen, sie waren generell der damaligen Gesellschaft aller, die nicht in diesem völligen antimateriellen, lebensfeindlichen Wahn waren, ein Dorn im Auge. Ich meine, das höchste Sakrament, wenn man so will, bei den Katharern war der rituelle Selbstmord. Das war dann, man hat sich über Fasten oder auch über zu Tode gefastet oder auch auf andere Art und Weise umgebracht in einem Zustand des Gebetes, weil man dachte, damit befreit man die Seele. Und das war natürlich eine kranke Religion. Das war ein Todeskult, der auch nicht die Grundlage einer Gesellschaft war. Und die damalige Gesellschaft war ja generell sehr monolithisch aufgebaut. Man sagte also, damit die Gesellschaft beisammen bleibt, braucht man eine gemeinsame Grundlage, den christlichen Glauben. Wenn da jemand was vollkommen Konträres auf einmal lebt und dann auch die bestehenden Macht- und Herrschaftsstrukturen, ihre Symbole anprangert, dann ist das natürlich nicht nur eine theologische Debatte, sondern in erster Linie ein Politikum. Und so wurde es auch genau das. Die Hintergründe für den Katharer Kreuzzug waren in erster Linie politischer Natur. Bleiben wir nochmal in der Zeit davor. Wie hat denn die Kirche in der Anfangsphase, also in der Zeit, als die Katharer erstmal aufkamen, darauf reagiert, auf diese Herausforderung? Erst einmal rein pastoral. Erstmal wollte man die neue Lehre unter die Lupe nehmen, die prüfen. Und dann hat man aber festgestellt, es ist unvereinbar mit dem christlichen Glauben. Und dann hat man gesagt, okay, erstmal Kirchenbann für die Hauptakteure.
nicht für die Gläubigen, sondern für die Hauptakteure und hat dann auch die Gründe für den Erfolg der neuen Lehre kritisch untersucht und hat dann gesagt, wir brauchen Reformen. In vielen Punkten haben wir ja recht, wenn die uns anprangern, dass dort gerade in Südfrankreich eine totale Dekadenz herrscht mit Priestern, die Geliebte haben, mit Mönchen, die Geliebte haben und sich den Bauch nur noch vollgeschlagen und den Wein in Unmengen getrunken haben. Das geht ja auch gar nicht. Und hat dann eine Reform eingeführt und hat dann gesagt, wir müssen die Gläubigen zurückholen, überzeugen, bekehren, indem wir die Häresie widerlegen. Und dann hat man den neu gegründeten Orden der Dominikaner, der ja nicht nur ein Bettelorden war, also gerade das gelebt hat, was die Katera populär machte, nämlich die Bescheidenheit, eine Kirche der Armen praktisch, sondern auch theologisch hochgebildet, weil die Dominikaner waren die größten Theologen. Dann bald der damaligen Epoche hat man den Dominikanerorden beauftragt, dass er dort eben eine Art Re-Evangelisierung oder Gegenmission betreibt. Also es gab durchaus eine konstruktive Reaktion der Kirche auf diese Herausforderung. Dennoch hat Papst Innozenz III. 1208 einen Kreuzzug gegen die Katharer ausgerufen. Was hat ihn denn zu diesem harschen Schritt bewogen? Ein Mord. Er hat einen Legaten in die Region geschickt, um eben die Fortschritte auch der Re-Evangelisierung zu überprüfen. Und dieser Legat, Peter von Castelnau, deutschstämmig, der wurde in Aal ermordet. Und die Mörder handelten im Auftrag des Landesherrn Raimund von Toulouse, der ein Anhänger der Katharer war. Und hier lag also nicht nur der Angriff einer Sekte, sondern eines Landesherrn auf einen Vertreter des Papstes vor, was praktisch einem Anschlag auf den Papst selber gleichkam. Und da musste eben Rom doch reagieren. Aber es hat sehr brutal reagiert, kann man in den Geschichtsbüchern lesen. Ja. Bis zu 20.000 Menschen sollen dabei umgekommen sein. Es ist doch eine dunkle Seite der Kirchengeschichte. Hätte die Kirche sich nicht anders verhalten können in dieser Auseinandersetzung? Hätte sie, aber sie war ja nicht der einzige Player. Der Papst selber hatte ja keine Heere, es gab damals noch keine Schweizer Garde und die hat er nicht hingeschickt, sondern er musste eben sich dort Unterstützung suchen und die hat er vor allen Dingen bei den nordfranzösischen Baronen gefunden, die wiederum sagten, wenn wir da mal zuschlagen und wirklich viele auch gerade von den Adligen erschlagen, dann können wir dieses sehr wohlhabende Land in eigene Finger bekommen. Und das war natürlich eine Versuchung. Genau das Gleiche galt dann für den französischen König. Auch der hatte es auf diese sehr reiche Landschaft Okzitanien abgesehen. Und insofern wurde also das Ausmaß der Gewalt auch bestimmt von den Akteuren, von der Gewaltbereitschaft der Akteure. Und natürlich muss man sagen, auch der Vertrauensmann des Papstes da ab von Cîteaux hat sich nicht gerade mit Ruhm befleckt, hat dann auch einen Spruch gebracht, tötet sie alle und Gott wird die Seinen schon erkennen und in den Himmel führen und die anderen kommen in die Hölle. Also man ging mit einer großen Brutalität vor, die aber, wie gesagt, die nicht vom Papst selber befohlen war, wo es dann um breitere, vor allen Dingen auch politische, machtpolitische und auch um pekuniäre Interessen ging, um Landgewinn. In zeitlicher Nähe zu diesen Ereignissen zum Katharer-Kreuzzug liegen auch die Anfänge der Inquisition. Gibt es da Beziehungspunkte? Ja, auf jeden Fall. Darum ging es ja gerade bei der Gründung. Die Katharer waren ja nicht nur in Okzitanien aktiv, sondern auch im Heiligen Römischen Reich. Und da hat schon Friedrich Barbarossa, der auch dieses Monolithische, diese Einheit im gemeinsamen Glauben, diese Grundlage der Gesellschaft bedroht sah, dem Papst um Unterstützung gebeten. Und der Kaiser dem Papst wohl bemerkt,
denn eine Bewegung, die das Materielle verteufelte, auch die Schöpfung und damit eben auch die Schöpfungsordnung, die Grundlage aller Gesetze, die Hierarchie, die weltliche Macht, die wurde als anarchisch, ja als terroristisch verstanden. Der Papst hat erstmal die Bischöfe beauftragt, dass sie die Heretiker ausfindig macht und dann auf das Evangelium schwören lässt, was bei den Katharern nicht möglich war, weil sie eben Schwüre ablehnten. Wer sich weigerte, war dann in der Ketzerei überführt und wurde nach den weltlichen Gesetzen bestraft. Und der Kaiser hat sie dann erstmal für vogelfrei erklärt und ihren Besitz einkassiert, was natürlich bestimmte Vorteile hatte. Friedrich II. Ging dann, der Ärger mit den Katharern in der Lombardei hatte, noch härter vor und hat dann, was im alten Rom der Fall war, wo Religion, die gegen den Staat gerichtet war, als Hochverrat am Staat definiert wurde und wie Hochverrat mit dem Tode bestraft wurde, der hat dann die Todesstrafe und die Todesstrafe durch Verbrennen angeordnet als weltliches Gesetz. Und die Kirche wurde dann nur noch angerufen unter dem Motto, finde mal heraus, wer schuldig ist, für mal die Ermittlungen. Also wie eine Art Kriminalpolizei im Endeffekt. Und dann hat der Papst gesagt, da brauchen wir aber gute Theologen, um zu überprüfen, wer überhaupt ein Ketzer war, damit nicht Leute zu Unrecht beschuldigt werden können. Und die Kirche hat in der Frühphase auf jeden Fall jede Gewalt, auch jede Folter beim Verhör, abgelehnt und hat nur die Kirchenstrafe, die Exkommunikation auferlegt. Alles andere waren die weltlichen Gesetze. Das muss man schon mal deutlich sagen. Noch eine Frage, eine abschließende Frage zur Rezeption der Katharer-Bewegung. Was macht sie für manche zu einer Art Märtyrer im Kampf gegen die allmächtige Kirche bis heute? Ja, also ich muss noch mal sagen zur Inquisition. Der Hauptpunkt der Kirche war, die Kirche wollte die Abgefallenen zur Rückkehr bringen. Und darum wurde erstmal aufgefordert, dass man abschwört, dem Irrtum abschwört. Und dann war man frei. Und nur wenn man in dem Irrtum verharrte, wurde man an die weltlichen Behörden übergeben. Aber Sie haben gefragt danach, was die Katharer attraktiv macht. Jede Bewegung, die sich irgendwo gegen die Kirche stellt, sucht nach einer Tradition, sucht nach einer Legitimation in der Geschichte. Gerade Sekten sind ja eine neue Angelegenheit und die nutzen dann natürlich irgendwas, um sich eine eigene Geschichte zu bauen und als Mörderer darzustellen, weil Mörderer immer einen bestimmten Sympathiebonus haben. So haben sogar die Nationalsozialisten die Katharer für ihre Propaganda missbraucht und als, ich will mal sagen, ihrer Bewegung nahe dargestellt, weil die Katharer antisemitisch waren. Die haben ja den Weltenschöpfer und damit den Gott der Juden als Teufel dargestellt und haben die Juden verteufelt. Und so haben gerade viele antisemitische Strömungen die Katharer als ihre Vordenker, Denker und Märtyrer ihrer Bewegungen betrachtet. Herr Hesemann, vielen Dank, dass Sie wieder bei uns waren. Danke Ihnen und Gottes Segen. Das war Glaubenskompass. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Die Reihe Glaubenskompass können Sie online über unseren Shop bestellen. www.kirche-in-not.de/shop.